Wenn es nicht wegen des Fotobuchs war, wüsste ich nicht, wie ich das schaffen könnte. Nachdem ich deine Fotos gesehen habe, habe ich realisiert. Habe ich immer sehr wichtig zu realisieren. Heiler sind überbewertet. Total. Fotobuch? Ach, du redest über mein Komplex. Ja, dank dem hier habe ich meine, habe ich die Arme ganz allein gefunden. Ist das so? Nun, ich bin froh, dass es praktisch für dich war, Tsubasa. Irgendwo da ist. Sieh doch nochmal. Maiko. Nobu. Obu. Uribe-kun. Und Uribe. Ich weiß es jetzt. Es war nichts falsch mit mir. Was? Es war nichts falsch mit mir? Nein, es war alles richtig, was ich getan habe. Da war etwas falsch mit mir. Du hast mir geholfen, meine Augen wieder zu öffnen. Ich wollte dir danken. Es gab einen Teil von mir, der dachte, dass alle Idols wertlos sind. Aber du hast meine... Vernebelten Gedanken, mein vernebeltes Einflussvermögen geheilt. Es gibt immer noch Leute, die wissen, was es heißt, ein Model zu sein. Ich muss meine Kunst zurückbringen. Lass uns wunderbare Bilder zusammen machen. Ja, Sir, es wird mir eine Freude bereiten. It'll be Ply Measure. Pleasure. It'll be my... Was? My pleasure, wollte sie sagen. Mm, it'll be pleasure. Now loading. Es wird geladen. Mit Spark in die Stadt wieder. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ist das ein Fotospiel zum Thema Street Style? Ja. Was sind das für Hosenträger, bitte? Keine Ahnung. Ich meine, müssen die Hosenträger nicht, keine Ahnung, oben sein und nicht auf Bauchhöhe? Was ist das? Eigentlich, wenn es so ein Brustteil ist, dann so bis zur Brusthöhe, gibt es auch Träger-Kleider. Es wird mir eine Bräute befreiten. Freude verreiten. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Der süße Random Lady da rechts. Und warum hat sie einen Sprite? Das ist großartig, Oribe. Alle Leute mit Sprite sind wichtig. Außer der Typ mit dem Kopfhörer da rechts. Ja, das ist der Statist. Das ist der Frage, wie es ist. Die Bilder sind echt schön, wow. Ich finde immer noch ihr Outfit fragwürdig. Das ist aber ein schönes Outfit. Besser als der Bikini aber, oder? Ja, das ist wahr. Also, was denkst du, Itsuki? War das Shooting okay? I thought I might be falling for you. Oops! Dum-di-dum! Es sah so aus, als hätte das richtige Du gesehen. Ich bin kein Experte, was Fotoshootings angeht, aber es hat sich so angefühlt, als hätte ich das richtige Du gesehen. Das ist gut zu hören. Es war alles dank dir, dass ich es geschafft habe, so weit zu kommen, immerhin. Also, danke dir. Ich kam gerade zurück zum Land und dann habe ich schon einen neuen Job für mich bekommen. Es ist hart, angefragt zu werden. Du bist hier tatsächlich wichtig. Du hast eine eigene Stimme. Ja, ich, Constanze von Nouvelle. Wait, das ist das falsche Spiel. Was ist das Problem? Ist, sie
mein Gesicht komisch aus? Oh, ja. Oh, nein? Du hast du gerade mit dir selbst geredet. Was auch immer. Ciao. Ich muss wieder zurück zum Packen gehen für den Tag. Dieses Mädchen steht wirklich hervor. Vielleicht, weil sie blond ist. Weil wir alle wissen, es blond ziemlich selten in Japan. Ferdinand von Eige. Ferdinand von Eige. Das stimmt. Oh, Konstanze ist blond. Ich bin froh, dass das Fotostudium Erfolg war. Es sieht aus, als würde sich deine ganze harte Arbeit auszahlen, Subaru. Aber es würde mich allgemein wundern, wenn Fire Emblem Three Houses in Japan spielen würde, weil die Namen nicht japanisch sind. Mhm. So gar nicht. Mhm. Das einzig wirklich japanische Setting war Fates mit Hoshido bisher in der Fire Emblem-Reihe. Sonst waren die alle so europäisch-westlich angehaucht. Mhm. Und ironischerweise hatte Marv trotzdem ewig lange Zeiten keinen englischen Voice-Actor. Mach's! In der japanischen Synchro. Was oh mach's? Mein Gott. Im Japanischen heißt er Mars. Mars? Ja. Wow. Riegel. Ja. Und er hatte seine Römerklamotten an. Ja, und diese komische Tunika. Ja. Oh mein Gott. Was soll ich tun? Kira hat mir ein Kompliment gegeben. Die Bund schließen. Und schon wieder. Einige Dinge werden sich wohl nie ändern. Ich freue mich doch, irgendwann mit dir weiter. Sie freut sich darauf, sie weiter wachsen zu sehen. Ich freue mich doch, deine Verbesserung mehr zu sehen. Thank you very much. Lieben, vielen... Oh, ich kann es nicht erklären. Ist schwer. Also das U ist richtig. Das M gehört zu much. Dafür gehört das TH zu thank. Und das V zu Ari. Oh mein Gott. Oh Gott, Tsubasa. Sprachen lernen mit Bubble. Sprachen lernen mit Tsubasa. Thank you very much. Tsubasa hat zu viel Tuten gar gehört. Oh Gott, ja. Ich hätte es niemals erwartet, so wie du dich verhältst, Kiria. Aber du scheinst tatsächlich dich um Leute zu kümmern. Itsuki, das klingt irgendwie ziemlich unhöflich. Ja. Hey, du magst ja Leute. Ja, auch wenn sie es tat als Mirage hat, ja. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, Tsundere. Aber der Hiroshima war mehr wesentlich drastischer als der beim 106. Wirklich? Ich hatte das Gefühl, 106 war viel drastischer. Ja, das war auch wesentlich dramatischer, auch mit der Cutscene auch inszeniert, fand ich persönlich. Ja, es war viel dramatischer und vor allem, hier hat es eigentlich nur weibliche Models erwischt. In Shibuya hat es literally jeden bei diesem Konzert erwischt. Hm. Deswegen, Kiria, are you drunk? Und die Feinde werden langsam stärker. Das könnte schlecht sein. Ich weiß, was du meinst, Kira. Wir haben immer noch keinen Weg gefunden, gegen sie anzukämpfen. Die Angriffe können irgendwann zu viel werden von uns, um sie allein zu schaffen. Unsere beste Chance ist, die Wurzel anzupacken. Der falsche Mirage, der sie alle kommandiert. Naja, wenn wir die Fire Emblem Awakening Lore ansehen, dann gibt es tatsächlich jemanden, der Aversa und Gangri kontrolliert hat. Mhm. Das Problem ist, wie finden wir diesen Anführer? Zuerst mal, wisst ihr überhaupt, gegen wen wir antreten?
Spiel Fire Emblem Awakening, Itsuki, dann weißt du es vielleicht. Oder Shadow Dragon. Nicht wirklich, Itsuki. Der Anführer muss ein Mirage sein, kein Mensch. Richtig, aber was ich meine ist, Besitz ergreifen würde? Greift der Mirage von irgendjemandem Besitz? Und welche Person wäre das, die er besessen würde? Ah, ich hasse es. Nun, entweder über den Boss unserer Feinde, vielleicht jemanden, eine machtvolle Person in der Industrie. Der Präsident. Von Amerika. Das ist es. Alle starken Mirage waren involviert in Vorfällen, wo sie Menschen besessen haben. Ich habe mir eher jemanden wie Pichiki vorgestellt, aber dass sie aktiv gegen uns kämpfen, bedeutet, dass sie einen Körper in unserer Welt brauchen. Jetzt wissen wir, Tiki ist der Boss. Final Boss Tiki. Stimmt. In ihrer Drachenform. Also der Anführer könnte jemand, der einflussreich genug ist in der Industrie, besessen, sodass er Nobus Zeit in Anspruch nehmen kann. Nein. Das bringt uns nicht wirklich weit. Eigentlich, da gibt es so viele Möglichkeiten. Endless Possibilities. Ich glaube nicht, dass wir jeden von denen untersuchen müssen. Was meinst du? Wissen die ungefähre Zeitperiode? Seine Persönlichkeit sollte unterschiedlich sein. Rinosawas Persönlichkeit war direkt, nachdem er besessen wurde, anders. Ich verstehe. Also der Punkt, so wie ich es verstanden habe, ist der Punkt, wo sie in Kontakt kommen, wie sie die Veränderung kam, indem sie mit Mirage in Kontakt kam. Nice, yo, Itsuki-kun. Gut. Nice thinking, Itsuki. Nice going. Na schön. Zeit, dass ich alle meine Connections mal für gut was Gutes verwende. Zuerst. Sollte sie jede Minute hier sein? Sie? Das blonde Mädchen. Oh! Hab ich euch warten lassen? Ich bin jetzt zurück. Eine wahre Hollywood-Style-Heimkehr. Wirklich, warum ist eigentlich jede blonde Person, die in irgendwelchen japanischen Situationen vorkommt, immer blaue Augen haben? Das ist auch so ein Klischee, ja. Es ist ein Klischee, warum sind es immer blond und blaue Augen? Klingt so, als würden die Sache hektisch werden. Also habe ich meine Arbeit. Auf der Landesseite gekümmert und bin zurückgeeilt. Vor allem, wenn ich überlege, blaue Augen sind noch nicht mal häufig bei uns. Die häufigste Augenfarbe ist braun. Eigentlich wie auch dort drüben auch. Exakt, und trotzdem werden gefühlt immer alle Leute, die opprimiert sind, mit blauen Augen dargestellt. Ellie. Ja, jetzt kann ich ihren Namen sagen, Ellie. Nur zur Info, sie ist einer meiner Lieblingscharaktere. Willkommen zurück, Ellie. Nicht Emmy. Emmy? Willkommen zurück, Ellie. Ellie, Emmy, whatever. Das ist Eleonora Yumizuru. Sie ist ein Mirage-Masse wie ihr und eine junge Schauspielerin von Fortuna Entertainment. Braune Augen. Ja, Moritz ist Team braune Augen. Ich bin Team grüne Augen. Ich bin Team braune Augen. Ich weiß nicht. Ich sehe sie
Und ich habe irgendwie gleich einen Charakter aus Fire Emblem im Kopf. Ihre Marschform ist au. Siehst du dann im Kampf, wenn du. Wenn wir das gleich nicht sagen, können wir ja ihren Marschform sehen und dann fällt es dir bestimmt ein. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer ihre Mirage ist. Ja, ich glaube, ich auch, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du denkst. Ich denke halt an einen bestimmten Adligen aus Awakening. Konstanze von Nubel, bestimmt. Konstanze confirmed hier. Ja, natürlich denke ich an Konstanze. Nee, ich denke an einen bestimmten Bogenschützen. Also denke ich an Virion. Ja. Fast. Ich denke an Virion. Mach weiter. Team alle Augenfarben mit. Du bist das Mädchen vom Fotoshooting. Das stimmt. Ich ein aufsteigender Stern jetzt. Aber ich bald werde ich an der Spitze von Hollywood bald stehen. Warte, du warst auch bei Fotoshooting? Ich wusste nicht, dass du bei Fatuma bist. Ich bin der neue Mirage Meister hier. Mein Name ist Itsuki Aoi. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ein neuer Master, Was genau ist dein Ziel? Alles. Wisst ihr, unser Ziel ist es, ultimatives Idol zu werden in allen Bereichen. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich weiß noch nicht, worin ich wirklich gut bin. Ja, Lilly, sieht so aus, als wärst du totaler Anfänger hier. Nun, wenn du irgendwas brauchst, komm einfach zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Erfahrene Veteranen müssen den Neulingen zeigen, wie alles funktioniert. So funktioniert das in Hollywood. Ja, Hollywood und überall auch. Ja, wie du sagst, sehr gern Hollywood. Also, Eleonora. Ellie reicht aus. So nennt mich jeder. Und das klingt nach mehr Hollywood-mäßig. Ja, sie ist scheinbar wirklich Hollywood besessen. Hollywood. Ich bin Hollywood von Eleonora. Eleonora von Hollywood. Klingt Hollywood? Genau. Was ist denn? Ellie war half. Bist du... Was? Zweirassig, Ellie? Das ist sehr unhöflich zu fragen, Itsuki. Erinnert mich an das Treffen von der Freundin von meiner Mutter, als du da warst. Ja, das war komisch, ja. Sprichst du eigentlich Deutsch? Ich hab doch gerade eben Deutsch gesprochen! Das war so wirklich so ein richtiger Moment, wo ich mir dachte, so, excuse me, what haben sie gerade gefragt? Ja, das bin ich leider schon gewohnt. Ja. Meine Mutter kommt aus Europa. Verstehe. Bitte was? Ja, das war wirklich so. Eine Freundin von meiner Mutter ist entgegengekommen, als wir in die Stadt gegangen sind. Und erstmal hat sie Mirai gefragt, ja, studierst du auch? Hat sie eben erstmal gesagt, so, nein, ich bin nur zu Besuch hier. Ich glaube, so keine 5 Minuten später fragt sie Mirai, sprichst du überhaupt Deutsch? Ja, das war so. Was? Ja. Nö, tu nur so. Ja, aber es ist so auch... Nein, ich spreche Französisch. Du hast mich auf Französisch antworten können. Was? Es ist keine große Sache. Was? Nun, du bist so hübsch. Ja, du hast recht. Ja, sie hat recht, das ist wirklich keine große Sache. Ja, du hast recht. Also, bist du eine Schauspielerin? In welchen Shows hast du mitgemacht? Ist dein Ernst? Sagst du mir, du hast niemals Dandelion in Love gesehen? Das ist echt eine große Serie in letzter Zeit. Wenn ich Dandelion höre, dann muss ich gleich an den Shadow denken. Weil es gibt einen Shadow, der heißt Dandelion. Gibt es denn auch in Persona?
Ich glaub nicht. Nee. An Dandelion muss ich immer an die Yu-Gi-Oh!-Karte denken. Ohne das. Sorry, hab noch nie davon gehört. Muss wahrscheinlich eine unglaubliche Show sein. Oh, natürlich ist es. Genau deswegen ist es der Durchbruch, den ich brauche, um ein großer Star eines Tages zu werden. Okay. Was ist? Daniel, sehr schön. Schau einfach zu. Eines Tages wirst du nicht mehr in der Lage sein, den Fernseher anzuschalten, ohne mein Gesicht zu sehen. Weil so Stars funktionieren. Genau. Ja, meine Finger sind, also meine Daumen sind gedrückt. Und du? You can cut it out. Du kannst mit deiner, ich weiß nicht, was Patronizing heißt. Mit aufpassender Art. Du kannst mit dieser Art aufhören. Du kannst mal mit dieser Art aufhören. Ich bin kein Fan. Ich versuche nicht so zu sein. Aber deine Show bekommt nicht gerade gute Einschaltquoten. Und kaum jemand redet darüber. Es hat gerade erst mal angefangen. Es ist nur ein Vorschädel für das große Drama später. Wie in einer großartigen Filmstory. Du verstehst es nur nicht. Und du bist neu hier auch, oder? Mein Name ist Tsubasa Oribe. Es freut mich, mit dir arbeiten zu können, Miss Eleonora. Ah, herablassend heißt es. Also herablassend. Neues Wort gelernt. Patronizing heißt herablassend. Okay. Tsubasa, du kannst mich auch einfach mit Eddie nennen. Das klingt mehr wie so ein Filmstar. Das muss ein neuer Auftrag für mich sein. Natürlich. Ja. Ich werde es dir wissen lassen. Vielen Dank. Das Piratenzeug hin. Okay, was ist für mich jetzt so? Ja, das ist für Tsubasa. So, was ist der neue Gig? Es war ein... Oder für Mamori. Es war ein Jobangebot für Mamori. Badumts. He's Batman. He's Ellie, man. Ja. Gib die Hört auf, Ellie. Morgen ist ein anderer Tag. Oh, das ist in Ordnung. Das bedeutet, kam gerade von Job zurück. Ich muss mich zuerst ausruhen. Ist klar, Ellie. Schätze, unser Büro wird in der Zeit etwas lauter werden. Badumts. Kapitel 2 beendet. Du wirst sie noch kennen, warum ich sie so mag. Sie hört sich wirklich an. Ich bin Constanze! Auch wenn ich Constanze von Novell noch nicht mal kenne. Nein, das ist nicht Futaba. Ich höre da immer noch die Futaba-Stimme raus. Oh, so, Intermission. Zeit für Kirias Sidequest. Kauf dir erstmal Curry. Zeit für Kirias Sidequest. Okay, was ist los? Huch. Sie sagt nur, du hast in der Zeit großartige Arbeit geleistet, Itsuki. Hier hast du Mission Nummer 2. Und, dieser wird der Kurs dann, wirkt neugierig, oder? Möchtest du es wissen? Aber ich möchte, dass es ein Geheimnis ist. Coach. Geh zum selben Ort wie letztes Mal. Uzume Lesson Studio. Ja, wir wissen, wo das ist. Danke, Maiko. Ach nee, weil, hast du was anderes gehört? Das ist der Kleidungsladen in Harajuku. Und da kannst du die Kostüme kaufen. Warum heißt der Kleidungsladen in Harajuku wie ein Persona? Das ist mit Absicht, deswegen Easter Egg. Wenn du das Anso siehst, wirst du es sehen. Es scheint so, haben sie Outfits, die in unseren TV-Serien und Filmen verwendet werden. Wenn du zählst, sollst du einen Blick drauf werfen. Wir erkunden Harajuku und werden arm.
Die Lesson kann jederzeit gestartet werden. Also komm einfach, wenn du dich bereit fühlst. Okay, jetzt können wir auch... Danke, ich wollte eigentlich erstmal lesen, ob was Tiki gesagt hat vorher, was wir nicht lesen konnten. Ein erneutes Topic von Tiki, was will sie denn wohl? Darf ich dir erstmal den Kontext von Tiki vorlesen, was er eigentlich uns schreiben wollte? Das ist Chefs, Tsubasa. Mit diesem Skill bin ich mir sicher, dass du in der Lage bist, Naiko zu retten. Ich werde dich über Blue Pass aus anfeuern. Sei sicher, dass du mit Aiko zurückkommst, okay? So. You can do it! Hey, eine Extra-Story. Ist Switch exklusiv? Das ist jetzt neu. Oni-chan! Das können wir auch in Intermission wahrscheinlich machen, oder? Ja, kann man auch in Intermission. Gut. Was ist los, Tiki? Schau, ich habe erst einen Bloom Pass gemacht. Aber ich würde es am Ende der Intermission erst machen. Okay. Ich würde erstmal alles Sidequests machen. Könntest du bitte kommen, wenn du einen Moment Zeit hast? Sicher, ich komme später vorbei. Die Extra-Story ist in kleinere Kapitel aufgeteilt, die neben der Main-Story und den Side-Stories stattfindet. Zusätzlich zu neuen Szenen von den Protagonisten, von dem Leben der Protagonisten und deren Karrieren, kann man neue Skills und Kostüme freischalten. Ich denke mal, die schaltet man aber auch mit der Main-Story immer frei, oder? Wir haben eine neue... Side-Story für Thomas freigeschaltet. Jetzt einmal klar, also in diesem Extra, dann, der ist jetzt neu in der Switch-Version, da kannst du Kostüme freischalten, also die Kostüme waren in der Wii User, also ein DLC-Kostüm, die sind jetzt in den Dungeon gepackt und neu ist die kannst du freischalten, indem du die Charakter-Story weitermachst, also Side-Quests machst. Deswegen sag ich am Ende Intermission, weil da haben wir dann alle Side-Quests gemacht, die wir machen können deswegen. Und was uns dann erwartet, werden wir auch noch sehen. Ja gut, das machen wir nachher, wenn wir... Wobei... Doch, wir starten das Ding jetzt gleich, wenn wir jetzt zu ihr gehen. Deswegen machen wir die Carnages erst später, es sei denn, wir finden irgendwo wieder was. Apropos Carnages. Da fällt mir auf, wir können ja jetzt... Falsche Taste. Wieder ein bisschen durchwechseln durch die Waffen, da wir ja drei neue gemeisterte Waffen haben. Sie ist noch... Ellie ist noch nicht in der Party, okay. Ich war nicht mehr sicher, wann sie in die Party kommt. Jetzt das ist aber kack, erst diese... Ehrlich, das ist doch keine Lanze! Das ist ein Hammer, eine Säule. Wenn dann aber... Das ist eine Säule, mit der Tsubasa kämpft. Was ist das? Wo ist Lena, wenn man sie braucht? Ja, sie wollte den neuen Content sehen. So, du hast noch hier... Die coolen Speer. Ich mag die, die sehen echt cool aus. So, was ist das Neue daran eigentlich? Nicht wirklich, was sehe ich. Und Kiria kriegt ihren komischen Hasen los und bekommt dafür den Dreizack und ein Riesenmikrofon. So. Jetzt erstmal den Hiho-Markt. Nein, erstmal lesen. Achso. Okay, dann kannst du noch nicht. Was ist los? Ich wollte ein paar Tipps von dir holen. Also, hast du Zeit? Ich bin wieder am Dach des Department Stores, wie immer. Ja, wir wissen, wo das ist. Dankeschön. Verstehst du? X. Warte mal, das ist Side Story. Ah, nee, das ist einfach nur zum Überqueren. Shibuya Hihomarkt. Vielleicht hat Shadow Anna auch eine neue Quest für uns. Es ist immer in Dungeons. Sie gibt immer nur in Dungeons Quest. Markus Side Story ist jetzt verfügbar. Yay! Und Tsubasas Side Story ist jetzt verfügbar. Deswegen sag ich erst nach der Side Story machen. So, kannst, Tsubasa. Aber wenn du in Doom passest, kannst du auch, sag ich mal, ihr sagen, nee, ich will was machen. Und sie erstmal die Nein. Okay. Itzies, ich brauch einen Ratschlag von dir. Ich werde vor dem Café auf dich warten. Wenn du Zeit hast, okay? Bitte? Okay, wo will Maiko auf uns warten? Itzki, bist du beschäftigt? Ich brauche deine Hilfe, es ist ein Notfall. War das Absicht, dass da zweimal H steht? Ja. Wo bist du denn eigentlich? Im Büro. Ach, du bist im Büro, gut. Du hast die
Curry-Items, oder? Genau. Mhm. Huch, das neue Sachen? Repeller Spray, Attractor Spray.